Ubisoft ist bekannt für sein One More Thing, den Rausschmeißer, die kleine Überraschung oder große Überraschung am Ende der Pressekonferenz. Und in diesem Jahr bei der E3 2016 war das Steep. Ein Ski- und Paragliding- und Base-Jumping- und Wingsuit-Fliegen durch die Alpenregion. Also ein Sportspiel, das sehr darauf setzt, dass man mit anderen zusammenspielt, dass man frei die Umgebung erkundet, dass man eigene Challenges sucht und die anderen postet und dass man zusammen dieses Erlebnis Skifahren oder Paragliding erlebt. Und das konnte ich gerade ausprobieren. Und ich muss sagen, ich bin nicht besonders überzeugt, ehrlich gesagt. Es war weder grafisch noch spielerisch ein echter Reißer. Das Spielgefühl war okay, aber auch nicht so super eingängig. Die Grafik, gerade wenn man in den Alpen unterwegs ist, sollte man denken, ey, spektakuläre Panoramen, richtig coole Gegenden. Aber das sah doch eher ein bisschen eintönig aus. Die Weitsicht war nicht so super prall. Das war alles in so einem komischen, gelblich-nebligen Matsch gehalten. Das klingt jetzt alles sehr, sehr negativ. Wie gesagt, mich hat es echt nicht so gehuckt. Da müssen die Jungs noch ein bisschen dran arbeiten. Und auch das eigentliche Spielgefühl, ja, das ist ganz nett. Man kann da eben die Berge erkunden. Man kann auf der Karte einfach sich einen Punkt irgendwo in den Alpen aussuchen oder in der Region, die sie zumindest dort abbilden im Spiel, und kann dort starten und dann mit einem Fortbewegungsmittel seiner Wahl, also ob man Skifahren will, Snowboard fahren will oder eben mit so einem Wingsuit sich einen Abhang runterstürzen will, kann man sich dann fortbewegen und kann man das machen. Aber der richtige Reiz daran hat sich für mich jetzt noch nicht ergeben. Es gibt dann Highscore-Jagden, es gibt gewisse Challenges, man kann auch Trick-Modi machen, aber das kommt lange, lange nicht an ein SSX oder ein richtiges, cooles Snowboard-Spiel heran.